Erst vor wenigen Tagen hatte der Ehemann von Amira Pocher, 30, in New York eine unbekannte Brünette in einem Sportgeschäft gefilmt und dreist über sie hergezogen. Nun treibt der Komiker, den es ursprünglich wegen des Geburtstags seiner Tochter in die Vereinigten Staaten verschlagen hatte, in Las Vegas sein. Dort saß Pocher im Publikum, als die Weltstars Adele, 34, und Bruno Mars, 37, im Caesars Palace eine beeindruckende Show ablieferten. Noch wenige Stunden vor dem teuersten Konzert, was ich je besucht habe, hatte es sich der TV-Moderator noch in einem Restaurant über den Dächern der Casino-Metropole gut gehen lassen. In einer Instagram-Story zeigte er seinen rund 1,7 Millionen Followern den spektakulären Ausblick auf die Nachbildung des Pariser Eiffelturms. An einem Tisch ihm gegenüber saß eine Gruppe von drei jungen Frauen. Eine von ihnen hielt ihr Smartphone in die Höhe, offenbar um die Szenerie, wie Pocher selber auch, mit ihren Followern zu teilen. Anschließend richtete die Blondine die Handykamera auf ihre dunkelhaarige Begleiterin, um ein kleines Fotoshooting mit ihr zu veranstalten. Die Unbekannte nippte an ihrem Getränk, während die Handybesitzerin Bilder von ihr schoss. Ein nicht untypisches Verhalten in Zeiten von Social Media. Doch Pocher war die Aktion offenbar ein Dorn im Auge. Influencer Heaven. Kommentierte der 44-Jährige das Schauspiel vor ihm und spottete. Und dann eine Pizza für $20 bestellen und durch drei teilen. Es geht immer weiter. Dass das Video von den Frauen, deren Gesichter teils recht gut zu erkennen sind, mutmaßlich ohne deren Einverständnis entstanden ist und sie wohl kaum darüber erfreut sein dürften, scheint für Pocher wie schon bei der Einkäuferin im Sportgeschäft keine Rolle zu spielen. Thank you.
Musik.